Hallo, So. hören Sie mich schon? Da bitte ich doch gleich mal um ein Handzeichen, ob man mich hört. Der Detlef Luike bin ich. Stell mich gleich vor. Sieht gut aus. Sieht Komm, gut lege aus. Hände rein. Dann würde ich sagen, Thomas, dann geben wir mal jetzt wieder Gas hier. Herzlich willkommen von meiner Seite aus zum Basiswebinar Valina Live Allure with NetAtmo. Die neue Schaltergeneration mit Funktechnologie, App und Sprachsteuerung. Sie hören uns beide wie immer aus dem Schulungsraum in Soest. Dieses Basiswebinar, was wir jetzt gleich anlaufen lassen, gibt es schon als Aufzeichnung auf unserer Homepage. Aber Thomas und ich haben das Webinar für heute überarbeitet, weil Home Control, das ist der Name der App, die Sie gleich kennenlernen, mittlerweile schon wieder neue Funktionen bietet. Und so ist das in der Welt der Apps. Dort verändert sich alles sehr, sehr schnell. Ich habe in der Umfrage gesehen, dass sie uns ganz gut kennen. 18% haben Lecron und Bettino-Produkte noch nicht verarbeitet, aber das kann sich ja oder soll sich ja nach diesem Webinar auch vielleicht ein bisschen ändern. Ich stelle mich für die Teilnehmer, die mich noch nicht kennen, kurz mal vor. Viele kennen mich vielleicht auch aus Vorträgen und Workshops und ich darf aus Datenschutzgründen hier nicht persönlich grüßen, aber ich sage es einfach mal, den Elmar und den Martin aus dem Süden Deutschlands grüße ich ganz herzlich, weil ich weiß, dass die mich sehr gut kennen. Mein Name ist Detlef Luike. Ich bin vor circa 33 Jahren hier bei Legrand als junger Ingenieur in der Entwicklung Elektronik mal angefangen. Habe vor 20 Jahren die Entwicklung verlassen und bin bis heute hier im Hause verantwortlich für Schulung und Training. Dazu zählen auch unsere Online-Schulungen. Ich freue mich, dass wir heute wieder so zahlreich Teilnehmer haben. Sie haben trotzdem irgendwie die Möglichkeit, mit uns zu kommunizieren. Thomas hat es, glaube ich, eben erklärt. Es gibt den Chat, es gibt die Handzeichen, wenn ich Sie dazu auffordere. Und möchte ich ganz gerne wissen, ob Sie vielleicht meine Meinung teilen oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben. Was erwartet Sie heute? Was sind unsere Ziele für diese Webinarreihe? Wir stellen Ihnen heute ein verdammt spannendes Schalterprogramm vor, mit dem Sie als Elektriker oder auch als Großhandel am wachsenden Smart Home Markt direkt und ohne Umwege mitverdienen können. Das Tolle daran, für diese Installation benötigen Sie kein Spezialwissen. Denn das neue Programm wird nach den Regeln einer Standardinstallation installiert. Und die Kommunikation zwischen den Geräten, also zwischen den Aktoren und Sensoren, funktioniert mit der Funktechnologie Zigbee 3.0. Unsere Kunden schalten zunächst einmal das Licht wie gewohnt über Schalter. Dazu gibt es eine kostenlose App für das komfortablere Schalten von Rollladen oder Licht, auch von außerhalb ohne das eigene WLAN. Und jetzt kommt der Hammer. Das ist die integrierte Sprachsteuerung, der drei großen Marktführer Amazon, Google und Apple. Und Sie können dieses Schalterprogramm auch mit Ihrer Stimme steuern. Ich habe gerade ein bisschen gezuckt, weil ich hier meine Folie nicht weiterklicken konnte und das ist jetzt passiert. Sollte eigentlich schon die ganze Zeit drauf liegen, dieses Bild. Wie das funktioniert, wie einfach das alles im Grunde genommen einzurichten ist, zeigen wir Ihnen jetzt in unserer Webinarreihe Valina Live Allure with NetAtmo. Ein Hinweis noch: Thomas und ich bauen die Präsentation für Sie so auf, dass Sie diese als Nachschlagewerk nutzen können. Und laden Sie sich diese Präsentation deshalb bitte spätestens am Schluss auf Ihren PC. Ich werde nicht alle Seiten im Detail behandeln können, werde mich auf das Wesentliche konzentrieren und freue mich, wenn Sie die Präsentation in Zukunft für Ihre praktische Arbeit nutzen können. Starten wir durch. Thomas und ich haben uns wieder viel vorgenommen. Es ist wieder viel Druck auf dem Kessel und ich werde Ihnen jetzt die Agenda im Detail mal vorstellen. Wir fangen mit einer kleinen Einführung an, die wir zum Warmlaufen nutzen. Unter Punkt 2 packen wir das Thema dann intensiver an. Wir lernen die Produkte kennen. Sie lernen kennen, wie installiere ich die Produkte, wie bilde ich das Zigbee-Netzwerk, wie ordne ich Aktor und Sensor aufeinander zu. Wir gehen ins Detail, lernen die App Home Control kennen in Funktion und Anwendung. Und zum Schluss Punkt 3, Sie sehen rechts am Rand, das ist unser Basiswebinar. Das Aufbauwebinar ist dann in ein paar Tagen am 14.11. beenden wir das Webinar mit Verkaufen leicht gemacht. Lass uns jetzt starten mit Markt und Trends. Meine Behauptung, der Elektriker oder auch der Großhandel kann am wachsenden Smart Home Markt direkt mitverdienen, näher zu erläutern. Und
Irgendwas passiert hier mit meiner Präsentation. So, jetzt klappt es wieder hier. Markt und Trends. Ich habe mal, wenn man so in den Markt reinhorcht, drei Trends aufgeschrieben, die mir in letzter Zeit auffallen in meinen Gesprächen. Das ist die Akzeptanz für Smart Home, insbesondere beim Endkunden nimmt zu. Die Sprachsteuerung in der Hausautomation wird immer mehr gewünscht. Und die Verwendung der Funktechnologie, also die Funktechnologie gerade so in der Nachrüstung, stellt sich so ein bisschen als Lieblingstechnologie heraus. Wenn Sie mir mit einem Handzeichen vielleicht mal eben mitteilen würden oder dem Thomas als meinen Assistenten, ob Sie diese Meinung teilen, wäre das doch schön. Schauen wir uns die Marktsituation an, die sich daraus ergibt. Ich würde gerne mit Ihnen mal eine Viertelstunde über den Unterschied zwischen Smart Home und intelligenter Gebäudeautomation sprechen. Dafür ist die Zeit jetzt nicht. Ich habe mal aus Umfragen meiner Legrand Workshop-Teilnehmer abgeschätzt, dass wenn man 100 Häuser nimmt, 100 normale Häuser, dann findet man höchstens in 10% intelligente Gebäudeautomation da drin. Also das ist, ich möchte den KNX mal als erstes nennen oder unser MyHomeUp Zweidrahtsystem, was Sie als Bettino-Kunde auch kennen. Und wenn man dann fragt, was kommt denn in den Rest der Häuser, dann erkennt man, dass ja, die restlichen 90% im gesunden Standard ausgeführt werden. Ausschalter, Wechselschalter, Kreuzschalter und so weiter. Und das Interessante an dieser Stelle ist, wenn man dann ein bisschen später diese Bewohner besucht und fragt, dann haben circa bis zu 40 und schon teilweise mehr, ich stelle diese Frage immer wieder, bis zu 40% rüsten ihr Haus smart auf mit Funktechnologie wie zum Beispiel intelligente Heizungsthermostate oder Beleuchtung wie die Philips Hue und so weiter. Was ich mit diesem Marktbild sagen möchte, dass Sie bei Legrand und Bettino relativ gut aufgehoben sind, denn für alle drei Märkte gibt es eine Antwort. Das ist für die intelligente Gebäudeinstallation, das System My Home. Darüber bei Lena Live, wofür wir es gebaut haben, ist dieser Standard, dieser smarte Standardmarkt, der nachgerüstet wird, wo Sie vielleicht dann von Anfang an jetzt schon auch reagieren können als Elektriker. Ja, und für den Rest die ganzen Schalterprogramme, die wir in unserem Angebot haben. Ja, eine kleine Erklärung. Wir sind in der Einführung, wie gesagt, wir laufen warm. Netatmo, dieser Namenszusatz, diese zweite Marke, ist ein französisches Start-up, gegründet in 2011 und wurde 2018 vom Legrand-Konzern übernommen. Diese Firma kennt sich sehr, sehr gut aus im sogenannten IoT-Space und oder den sogenannten Cloud-Services. Und ich lasse mich überraschen, was von diesen beiden starken Marken in Zukunft noch erscheint. Home Control, der Name der zugehörigen App zu diesem neuen Schalterprogramm. Für die Nutzung dieser App ist eine Verbindung ins Internet notwendig, setzt zwingend einen Router voraus, der mir im Haus WLAN spannt. Aber wie wir nachher sehen werden, das Schalterprogramm an sich funktioniert tadellos auch ohne Internet. Nutzung der App, Nutzung der Cloud-Dienste wie Sprachsteuerung von Amazon zum Beispiel, die Alexa, ist das Internet erforderlich. Eine kleine Übersicht, das ist das Funktionsschema Zigbee, wie ich es hier genannt habe. Sie sehen, es geht um eine Handvoll Produkte, eine Handvoll Geräte, die Sie später kennenlernen werden, wie zum Beispiel Lichtschalter mit der Dimm-Option oder der Funk-Rollladenschalter. Wir haben links ein sogenanntes Funk-Gateway mit Steckdose, das ist ein ganz, ganz wichtiges Gerät, was benötigt wird, um im Haus das sogenannte Zigbee-Netzwerk zu bilden. Die Geräte unterhalten sich hier mit der Frequenz 2,4 GHz, also 5 GHz wird hier noch nicht so verstanden zum Router hin. Und wir werden später sehen, wie wird das Zigbee-Netzwerk gebildet und wie werden vor allen Dingen Sender auf Rollladenaktoren zugeordnet, damit diese Sender diese Rollladenaktoren auch schalten. Um die Zigbee-Frequenz hier noch mal ein bisschen zu positionieren. Die Smart Home Freaks, ich nenne sie mal so, die Erfahrungen haben in diesem Markt, kennen andere Funkfrequenzen. Das ist die Frequenz 433 MHz oder 868 MHz. In dem Zusammenhang fallen die Namen Z-Wave und Endocean. Das sind genauso Allianznamen wie die Zigbee-Allianz. Megahertz-Frequenzen arbeiten europaweit, nicht weltweit. Die Zigbee-Allianz finden Sie in der ganzen Welt. Und es gibt mittlerweile den dritten Standard, das ist das Zigbee 3.0 und hat wunderbare Eigenschaften. Es ist sehr, sehr übertragungssicher geworden durch das sogenannte Routing von Aktor zu Aktor. Später dazu mehr. Dadurch ist es strahlungsarm, benötigt eine geringere Sendeleistung, ist dadurch energieeffizient und
Deshalb, ja, es gibt ja die ganze Elektrobiologie, die Leute, die so ein bisschen Angst haben, das ganze Funk, das strahlt, da kann ich Ihnen an der Stelle für die Beratung versprechen, dass Smartphones, die fast jeder nutzt heute, eine erheblich höhere Sendeleistung haben. Das Funktionsschema Cloud Services, wie ich es hier dargestellt habe, Sie sehen das angedeutete kleine Haus mit den Geräten, die im Zigbee-Netzwerk verbunden sind. Und dann geht es über den Router raus in die Welt, über die Elliot Cloud, das ist eine Elecron-eigene Cloud, in der Sie sich registrieren, wenn Sie unsere Home-Control-App nutzen wollen. Und da geht es nach rechts weiter. Das ist das Thema dann in unserem Aufbau-Webinar. Die anderen Cloud-Services wie Amazon, Google, Apple, das IFTTT, was ist denn das schon wieder? Lassen Sie sich später überraschen. Und natürlich Hersteller, die wie Netatmo oder Bubendorf und Somfy, die direkt heute schon in unsere App integriert werden können. Internet hat natürlich Vorteil, irgendwann mal, weil wenn Internet vorhanden ist, werden diese ganzen Geräte, die im Haus laufen, automatisch mit der neuesten Software versorgt. Sprich, es werden Firmware-Updates automatisch durchgeführt. Ja, die Bedienmöglichkeiten, wie gesagt, schauen Sie immer oben in die Überschrift. Wir sind in der Einführung, wir laufen warm. Das ist einmal das klassische Schalten. Viele Leute sagen, ich brauche das Handy nicht, ich brauche das nur, um vielleicht eine Warnmeldung zu kriegen oder mal zentral auszuschalten von draußen. Da ist die Berührung vor Ort ganz normal, das funktioniert ohne Internet, rauf und runter oder an und aus oder hell oder dunkel. Dann kommt die App-Steuerung und der Hammer, was ich eingangs schon gesagt habe, ist, dass wir die drei Sprachassistenten hier nutzen können. Und das geht seit einigen Monaten auch schon direkt über das Smartphone. Und ich habe mich selbst gewundert, ich bin ein iPhone-Anwender und dort können Sie die Apps von Google und Amazon draufladen und diese Sprachassistenten vom iPhone direkt auch nutzen. Ja, Beratung, Smart Home Beratung, wir sind bei Smart Home immer in der ganz einfachen Welt, sage ich, ist ganz, ganz wichtig, dass Sie sich mit den Sprachassistenten der drei Marktführer beschäftigen, dass Sie auch wissen, dass es Hausautomations-Apps gibt und natürlich die Lautsprecher für eine komfortable Bedienung, die heute auch schon LCD-Displays haben zur Anzeige. Und das ist das Thema, was wir uns anschauen im Aufbauwebinar. Aber hier schon mal eine kleine Übersicht, um da so ein bisschen Ordnung reinzubringen. Externe Dienstleister wie das IFTTTT, das nennt sich IfSysSendSet. Es ist ein Dienstleistungs-Apps, mit der Sie andere Apps verknüpfen können. Und wir können diese App nutzen, zum Beispiel für das automatische Fahren der Rollladen und wie das Einbinden der Netatmo-Geräte, was heute zu Legrand gehört, bekannt im deutschen Markt. Durch eigene Produkte schon, wie zum Beispiel Wetterstationen oder Kameras. Ja, im Betriebnahme, der wir uns gleich intensiv beschäftigen werden, hier ist die Inbetriebnahme besteht aus drei Phasen. Das ist ein Schaubild. Schauen Sie mal, Phase 1 im linken Teil heißt, lieber Elektriker, Sie installieren die Produkte, schließen die ganz normal an 230 Volt an, wie Sie es gewohnt sind. Dann funktionieren die auch alleine schon, das heißt, Lichtschalter funktioniert, der Rollladenschalter funktioniert und dann bringen wir die Geräte über das Zigbee-Netzwerk zusammen. Die Phase 2 beinhaltet das Einrichten der eigenen App Home Control und die Phase 3 das Einbinden der externen Dienste. Wenn man das ganze Bild noch mal ein bisschen anders ordnen, sieht man, lieber Elektriker, dass Ihre Aufgabe ganz klar in der Phase 1 liegt. Dort, wo Sie sich zu Hause fühlen, Sie bauen die Verteilung, Sie bauen die Geräte ein, die Anlage funktioniert, bringen die Sender, Empfänger noch zusammen. Und das andere, Phase 2 und 3, ist eigentlich so gedacht, dass Sie das dem Endkunden überlassen. Nun gut, der eine ist der Freak oder der Nerd, wie man es heute nennt. Der andere sagt, ich will da eigentlich gar nichts mit zu tun haben. Und so besteht für Sie, lieber Elektriker, natürlich auch hier die Möglichkeit, Ihre Dienstleistung anzubieten mit dem Smartphone des Kunden. Diese Phase 2 und Phase 3 durchzuführen. Verlassen wir die Einführung und gehen in die Produktübersicht. Ich möchte mit Ihnen jetzt hier keine Gerätekunde durchführen, Sie sollen einfach mal sehen, um welche Produkte es hier geht. Und
Das Wichtigste, ich habe es angedeutet, ist unser sogenanntes Funk-Gateway mit Steckdose. Das ist unser Starter-Kit. In diesem Starter-Kit, das ist wirklich so verpackt, wie Sie es hier sehen, mit Rahmen, mit Tragring. Das Starter-Kit wird in eine, steckt in eine für, gegen eine vorhandene Steckdose ausgebaut. Dieser Octaeder hier oben, das ganze Gateway hier, das liegt quasi flach auf der Wand. Und wir brauchen wirklich nur eine einzige Steckdose, das werden Sie ja nochmal sehen. Und in diesem Starter-Kit ist nochmal ein sogenannter Master-Switch drin, äußerlich ein ganz normaler Szenarientaster, der aber eine Doppelfunktion hat. Mit diesem Master-Switch, wie wir nachher sehen werden, öffnen wir das sogenannte Zigbee-Netzwerk oder den Konfigurationsmodus. Und dann können die ganzen anderen Geräte, wie Sie sehen, einmal die bedrahteten, der Funkschalter, der Rollladenschalter, die Steckdose, das Mikromodul. Hier unten dann die drahtlosen Funkwansender, wo wir jetzt erwähne ich schon mal eine CR2032, eine Batterie drin haben, die so um die 8 Jahre hält oder länger. Und das neue Valena Live, das neue Schalterprogramm gibt es eben in zwei Designlinien. Das ist das Valena Live, wie Sie es hier sehen. Wenn Sie Legrand schon verarbeitet haben, vielleicht haben Sie das normale Schalterprogramm Valena Live sowieso schon verarbeitet, gibt es in den Farben Ultraweiß, Mandelweiß und Aluminium. Und das zweite Design ist das Valena Allure. Ja, es ist ein bisschen hochwertiger, sieht das aus. Das gibt es dann noch in den Farben Matt, Schwarz und Perlmutt. Hier auch wieder das Starter-Kit und die entsprechenden Geräte. Ich kann hier nicht alle Geräte abbilden, die es schon gibt im Schalterprogramm, aber im Grunde genommen sind es die Kernprodukte, die Sie hier sehen. Gehen wir sie mal kurz, soweit ich das für nötig empfinde, durch. Wie gesagt, laden Sie sich das PDF auf Ihren PC, lesen Sie die Dinge nach. Das Starter-Kit hier steht. 40 mm tiefe Dose. Wir taufen es mal so die dumme Steckdose aus, bauen diese Steckdose ein. Und wenn die dann verbunden ist mit Ihrem Router, dann haben Sie eine Überlastüberwachung. Sie haben eine Energiemessung. Sie sehen also, was der Kühlschrank, der da vielleicht dran angeschlossen ist, verbraucht. In der App sehen Sie die Grafiken. Er hat dann in der normalen Anwendung das Thema Kommen und Gehen, Szenarien, auf die wir kommen. Sie kleben diesen Szenarioschalter irgendwo hin. Und ganz, ganz wichtig für Sie in der Praxis, dieses Pärchen darf nicht getrennt werden. Das hört einfach zusammen. Das ist im Werk Legrand, ist das verheiratet worden. Man kann es identifizieren über die Aufkleber hinten auf den Geräten. Aber ich gebe Ihnen nochmal den Tipp, eine zusätzliche Markierung mit einem Edding auf der Rückseite schadet bestimmt nicht. Hier sehen Sie, wie das Gateway angeschlossen wird. 3x15, Phase 0 Schutz dran, aus die Maus fertig. Das war's. Der obere Teil liegt flach auf der Wand. Der untere Teil wird in die Schalterdose eingebaut, wo Sie die vorhandene Steckdose ausgebaut haben. Hier ist der Master Switch. Seine wichtigste Funktion ist Lernmodus öffnen, was wir nachher lernen. Und wenn er seinen Job getan hat, funktioniert er mit den vorkonfigurierten Szenen, die schon da sind. Mit der App, wie wir später sehen werden, das werden Sie alles lernen heute, können Sie diese Szenen, die können Sie anpassen. Das werden wir nachher machen. Bitte löschen Sie diese beiden Geräte niemals, dann kann man sie in den Elektronikschrott entsorgen. So, kabelgebundene Produkte, Steckdose, Schalter mit Dimmoption, Mikromodul, Rollladenschalter, ganz kurz mal das Anschlussbild, eine ganz normale Steckdose, wie gesagt, schaltbar über die App mit der Sprache, liebe Stehlampe, schalte ein über Alexa von mir aus oder über die Siri vom iPhone. Ich kann, so ist das, das ist die Regel, die werden wir nachher kennenlernen, so ein Aktor immer von 20 Wandsendern steuern. Ja, das ist möglich. Ein Sender, an der Stelle vielleicht auch schon mal genannt, kann immer 20 Aktoren steuern. So, hier haben wir unseren Funkschalter mit Dimm-Option. Es ist ein Zwei-Leiter-Gerät. Der beigelegte Kompensator ist wichtig, um über den ganzen Leistungsbereich hier ordentlich dimmen zu können. Wir empfehlen Ihnen auch, ja, sowieso immer einzubauen. Tun Sie das, wenn möglich, oben an der Lampe. Dort ist sicher N, denn ob Sie an der Schaltstelle in Altbauten N haben, ist offen. Dieser Dimmer, so wie Sie hier sehen, ist ein reiner Zwei-Leiter-Dimmer. Die Dimm-Funktion, die Dimm-Option kann später mit der App eingestellt werden. Das kleine Mikromodul ersetzt Fernschalter in der Verteilung oder in der Abzweigdose irgendwo. Das ist deshalb auch hier nochmal ein Tasteanschluss dran, wo Sie die vorhandenen Flurtaster nutzen können. Es ist kein Dimmer, es ist ein Schalter. Rollladenschalter, auch nichts Schweres. Ja.
Ich hatte ja gesagt, Sie installieren wie gewohnt im Standard. Das heißt, Sie sehen, da ist der Rolleranschalter hier mit rauf und runter, L und N. Und schon ist die Sache erledigt. Sender dran. So ein Sender kann, wie gesagt, bis zu 20 Rolleranaktoren mit einmal ein- und ausschalten. So, hier sind die Sender. CR2032 3-Volt-Batterie ist drin. Lebensdauer circa 8 Jahre. Die Sender zeigen über eine Farbe der LED Batterie bald leer, wird aber auch in der App angezeigt. Das schauen wir uns später an. Wir haben den Einfach- oder Zweifachsender, wir haben für Rollladen und wir haben die beiden Szenariosender. Das ist einmal Tag und Nacht, also guten Morgen oder guten Abend und ich verlasse das Haus und komme zurück. Sieht man so ein bisschen an den kleinen Symbolen. Dies brauchen wir jetzt nicht einzeln durchgehen. Sind die Sender nochmal im Einzelnen mit ein bisschen technischem Detail. Vielleicht an dieser Stelle nochmal erklärt, es gibt ja sogenannte Piezo-Sender. Ich will jetzt hier keine Technologien schlecht machen. Man hört aber immer wieder, dass die auch oftmals dann laut sind oder auch nicht geladen sind. Und nochmal, so eine Batterie tut nicht weh. Und nach diesen vielen Jahren hat man sie auch fast vergessen. So, hier gehen wir auch mal so einfach drüber weg. Das ist der Funkwandsender für Rollladen. Einzigste Schwierigkeit in der Inbetriebnahme, bitte den Wandsender Rollladen nicht versuchen, auf einen Lichtaktor einzulernen. Das wird Ihnen nicht gelingen. Kleiner Tipp, hier nochmal ein Praxistipp. Sie haben bei den Sendern immer so die Batteriestreifen, die Sie dann ja, nach Lust und Laune ziehen. Ich bitte Sie, lassen Sie den Batteriestreifen so lange drin, bis Sie diesen Sender auch wirklich brauchen und zuordnen. Das werden wir nachher sehen, warum das vielleicht auch einen Vorteil hat. Ja, Funk-10-Taster kommen und gehen. Dann haben wir hier nochmal den Funk-10-Taster Tag und Nacht. Und wir kommen jetzt quasi in die Installation der Produkte und bilden in der Phase 1 hier nochmal im Schaubild gezeigt das Zigbee-Netzwerk. In der Phase 1 sind Regeln zu beachten. Achten Sie drauf, meine sogenannte getaufte 10-Meter-Regel. Die Abstände zwischen Sender und Aktor kleiner gleich 10 Meter, Abstand zwischen den Aktoren für ein gutes Routing immer kleiner 10 Meter. Wir hatten gesagt, dass Sender 20 Aktoren schalten und Aktoren 20 Sender schalten. Und das ist eine wichtige Regel. Maximal 100 Geräte im Haus, ja, 40 zu 60 oder 50 zu 50, wie es hier geschrieben ist. 2,4 Gigahertz, kein öffentliches WLAN und kein WLAN eines Unternehmens. Also, für gutes Routing alle 10 Meter ein Aktor und Steckdosen können Sie fürs Routing nutzen. Hier ist das Routing nochmal erklärt mit dieser Seite. Hier sehen Sie an den Farben, grün ist das Gateway, Aktor sind blau, Wandsender sind die mit den Batterien hier, die orangenen Pünktchen. Und Sie können sicher sein, wenn ich hier ein Sendersignal losschicke, was hier hinten hin muss, dann sucht sich das Netzwerk immer den günstigsten Weg. Das nennt sich bei den modernen Routern, die es heute schon gibt, Mesh-WLAN. Ist also eine schon im Markt erprobte Technologie. So, das sind Bilder, die Sie auch in unseren Broschüren finden. Wir fangen kurz an und lernen die 5 Schritte kennen, wie ich ein Netzwerk bilde. Wichtig ist hier symbolisch Hauptschalter aus, das kann der FI sein. Also alle Geräte müssen stromlos sein. Sie bauen die Steckdose aus, das Gateway rein. Alle anderen verkabelten Produkte werden auch getauscht. Und jetzt ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Sie müssen alle Geräte gleichzeitig, die ins Netzwerk sollen, müssen mit dem Gateway gleichzeitig ins Netz gehen. Und wenn das passiert ist und alles ordentlich angeschlossen ist, dann blinken alle LEDs rot. Jetzt nehmen Sie sich den Master Switch, den Sie markiert haben, ziehen den Batteriestreifen, drücken den einmal kurz in die Mitte, dass er aktiviert ist. Ja? Und wenn das passiert ist, einmal so für circa 3 Sekunden drücken und loslassen, bis die LED am Master Switch grün ist. Dann wird auch das am Gateway grün. Und nach, und das kann in der Praxis einige Minuten dauern, gehen alle roten LEDs der Aktoren der bedrahteten Produkte auf grün. Dann ist das sogenannte Zigbee-Netzwerk gebildet. Jetzt tun wir mal so, als wenn Sie weitermachen und Sender zuordnen wollen. Dann ziehen Sie jetzt bei geöffnetem Netzwerk, das ist ganz wichtig, alles ist noch grün am Blinken. Die Batteriestreifen aktivieren den kurz. Das ist wichtig, denn wenn Sie den aktivieren, gehen diese Sender, treten Sie diesem Zigbee-Netzwerk bei. Und wenn das passiert ist, dass der Sender auch im Netzwerk ist, dann drücken Sie unten auf den Taster und klopfen bei abgenommenem Rahmen dreimal auf das Gerät, hier im Beispiel eine Steckdose. Dann leuchtet es hier blau und da blau. Irgendwann ist das aus, dann bleibt es hier nur noch grün. Und das Ergebnis ist, Sie können von dem Sender aus diese Steckdose schalten. So gehen Sie durchs Haus und klopfen die Aktoren jedes Mal an.
Ist der schon montiert und das ist nicht so einfach, gibt es die Zwei-Mann-Methode. Das haben Thomas und ich schon ausprobiert. Ja, man geht zum Sender, wo der Aktor ist. Also man geht zur Wand, wo der Aktor ist und zum Sender und spricht sich ab und klopft synchron und das funktioniert wunderbar. Können Sie mir glauben. So, zum Schluss. Nach 15 Minuten würde das sogenannte Zigbee-Netzwerk automatisch geschlossen. Aber wir empfehlen halt einmal kurz auf den Master-Switch drücken, den Sie markiert haben, und schon geht das Netzwerk aus. Das war's. Die Phase 1 ist abgeschlossen. Sie haben die Geräte installiert, haben das Netzwerk Zigbee gebildet, haben die Zuordnung erstellt und jetzt geht es darum, Sie müssen die Anlage an den Endkunden übergeben oder nehmen sich Ihr Smartphone und versuchen die App jetzt selber mal in Betrieb zu nehmen. Denn wenn Sie es mit Ihrem eigenen Handy machen, lieber Elektriker, dann müssen Sie nachher ein paar chirurgische Eingriffe machen mit der App, um die Anlage wieder für den Kunden freizugeben. Schauen Sie her. Das ist erledigt und jetzt gehen wir ins Detail und lernen die App in Funktion und Anwendung kennen. Kleiner Tipp für die Leute, die uns kennen, die vielleicht schon die Class 300 X13E eingesetzt haben. Die kam damals raus vor 2, 3 Jahren. Das war die erste Hausstation mit einer App, wo man ein Live-Bild hatte bei Anläuten an der Türstation. Wenn Sie da ein Elliot-Konto angelegt haben, dann können Sie das hier für diese App nutzen. Wir tun jetzt mal so, wir sind ganz neu. Und würden sich diese App Home Control jetzt aus den entsprechenden Stores runterladen. Das ist einmal das App Store für die iPhone-Freaks und das Google Play für die Android-Freaks. Leider muss ich die Windows-Freaks hier enttäuschen, dafür gibt es die App nicht. Es geht um diese beiden Betriebssysteme hier. Und wenn Sie dann die App auf Ihrem iPhone haben und diese App öffnen, dann müssen Sie sich registrieren. Anmelden für die, die ein Konto haben, registrieren für die, die kein Konto haben. Wir gehen das jetzt recht zügig durch. Denken Sie dran, Aufzeichnung anschauen, anhalten, nochmal hören und nachlesen. Sie bekommen dann, was wichtig ist, eine gültige E-Mail-Adresse, die Sie bitte auf Ihrem Smartphone auch sehen, was da reinfliegt. Denn Sie bekommen einen sogenannten Prüfcode geschickt, den Sie dann hier eintragen. Der wird von der Elliot Cloud überprüft. Und dann kommt die Anmeldemaske, ganz wichtig, Name, Vorname, Land, ja, und ein Kennwort, was Sie sich selbst kreieren. Und dann müsste das eigentlich klappen, dass Sie auf diese Maske kommen und dann starten Sie die Konfiguration Ihrer Anlage. Das heißt, Sie wählen, was will ich tun, drücken, das sagt die App Ihnen, die sagt Ihnen das, was zu tun ist, drücken die Tastenmitte des Master Switch, bedeutet Netzwerk öffnen, Zigbee-Netzwerk öffnen. Da geht es weiter. Das Funkgateway wird jetzt, sagen wir mal, halbautomatisch, sucht das jetzt in Ihrer Umgebung nach WLANs. Sie sind üblicherweise mit Ihrem iPhone in Ihrem Haus-WLAN verbunden. Das nenne ich hier mal mein WLAN. Das wird gefunden. Man kann sich auch andere Netzwerke anzeigen lassen. Sie beschriften Ihr Gateway, ja, in Ihrem Wohnhaus und sagen, so soll es sein. Und irgendwann kommt die Meldung, das Zubehör ist verbunden. Die App sucht jetzt Ihren Router und auf einmal kommt die Meldung weiter. Gut gemacht. Es ist verbunden und dann geht es gerade jetzt speziell für die iPhone-Besitzer in das Einrichten der Hausautomations-App von Apple. Das ist das Apple HomeKit. Apple HomeKit Code, den finden Sie entweder in der Bedienungsanleitung oder auf dem Funkgateway hier unter dem Okta-Eder. Da kann man dann mit seinem iPhone hingehen, mit der Kamera, scannt das ab. Sollte das nicht funktionieren, kann man das auch manuell eingeben. Und wenn man nicht reingeführt wird, warum auch immer, kann man das auch jederzeit, das ist hier beschrieben, im Hauptmenü unter Siri Apple HomeKit, jederzeit auch tun. Ja? So, wenn dieser Vorgang erledigt ist, das heißt, Ihr iPhone oder Ihr Smartphone ist mit dem Router und mit dem Gateway verbunden, dann beginnt die Einrichtung der App. Die App ist nach raumweise strukturiert, das heißt, Sie stehen im Wohnzimmer, Sie legen an, Sie möchten das Wohnzimmer jetzt mit den entsprechenden Geräten bestücken und dann gehen Sie im Wohnzimmer zu den Geräten, klopfen die an oder bedienen diese Geräte. Also einen Schalter können Sie bedienen, eine Steckdose würden Sie anklopfen und dann fliegen diese Geräte in Ihre App und wenn Sie fertig sind, sagen Sie weiter, nehmen Sie sich das nächste Zimmer vor, das ist vielleicht das Esszimmer wie in unserem Beispiel hier, klopfen die Geräte wieder an. Beschriften die zwischendurch, das können Sie auch alles dann später machen, weil am Anfang ist das ja vielleicht alles doch nicht so einfach. Und wenn Sie dann alle Räume durchgelaufen haben, alle Geräte platziert haben, dann müssten Sie diese Maske sehen. In unserem Musterhaus hier ist das das Wohn- und Esszimmer.
Und Sie können dann, wenn Sie das Wohn- und Esszimmer anwählen, hier in diesen Räumen die entsprechenden Geräte steuern. So, das war eigentlich das Erste, was Sie machen müssen. Und der Thomas und ich sind jetzt mal durch die App geflogen, haben sehr, sehr viele Screenshots gemacht, die Sie sich anschauen können. Wir nennen das Ganze mal Tipps und Tricks. Und da werden wir jetzt mal richtig Gas geben müssen. Denn ich sehe, die Zeit ist vorangeschritten. Aber wir haben ja noch 20 Minuten. Schaut her. Ganz, ganz wichtig, wir wollen einen Produktstandort. Also Sie haben sich einfach im Zimmer vertan oder Sie haben einfach ein Gerät vergessen zuzuordnen. Ganz, ganz wichtig, immer unser Hauptmenü. Ganz, ganz wichtig, Haussteuern, auf dieses Gerät gehen. Und da gibt es ein wunderschönes Werkzeug, damit man sicher ist, dass man auch am Gerät ist. Steht hier oben, lassen Sie das Gerät blinken. Und wenn Sie vor dem Gerät stehen, sehen Sie, dass die blaue LED blinkt. Ja, dann sind wir uns sicher, dass das so ist. Und Sie können dann über diese Prozedur hier dieses Produkt, sagen wir mal, vom Esszimmer in den sogenannten Korridor schieben, wie wir es hier gezeigt haben. So, jetzt haben Sie Ihr Smartphone genommen, lieber Elektriker, und wollen ja das, was Sie eingerichtet haben, dem Kunden jetzt zugänglich machen, aufs Hauptmenü gehen, in die Gästeverwaltung, meine E-Mail löschen, Sie sehen sich, ja, sagen, okay, Sie sind also dann raus, Sie haben keinen Zugriff mehr. Der Kunde nimmt sein Smartphone, registriert sich, macht diese Prozedur. Und wenn Sie eben, ich sage es mal an dieser Stelle, den sogenannten Apple HomeKit-Code auch schon verbraucht haben, dann finden Sie Elektriker, das müssen Sie tun, das ist der chirurgische Eingriff, unter Hilfe. Hier gucken Sie sich das an, wie ich das hier beschrieben habe, können Sie diesen sogenannten Apple HomeKit-Code wieder freigeben, was Sie tun müssen. Ja, dazu öffnen Sie die Steckdosenabdeckung am Gateway und drücken die Zahnradtaste für 3 Sekunden bis LED rot und bitte sofort loslassen. Und Regel, lieber Elektriker, nicht länger als 8 Sekunden drücken, sonst ist das Gateway für immer getrennt. Punkt 5. Sie wollen Ihre Haussteuerung mit Ihren Familienmitgliedern teilen. Das heißt, Sie gehen wieder ins Hauptmenü, auf die Gästeverwaltung, laden den Nutzer ein mit einer E-Mail, der bekommt diese E-Mail, folgt der Prozedur, ja, und irgendwann hat er dann diese Einladung akzeptiert oder Sie haben die akzeptiert. Der neue Anwender meldet sich ganz normal an. Die Einladung ist dann irgendwann von der Elliot Cloud akzeptiert und Sie können dann steuern. Beachten Sie nur bitte, dass Ihre Familienmitglieder, die Sie nach dieser Prozedur eingeladen haben, alle die gleichen Berechtigungen haben. Ja? Das heißt, Ihre Tochter, Ihre Frau könnte Sie dann einfach als Nutzer löschen. Nichts Kritisches, melden Sie sich wieder an. Aber aufpassen, jeder Nutzer hat die gleiche Berechtigung. Nummer 6. Steuern Sie hier zu Hause und Ihren Zweitwohnsitz mit dieser App. Sie können hier oben, gibt es ein kleines Untermenü, können Sie ganz normal neue Häuser anlegen, indem Sie über das Hauptmenü neuen Wohnsitz installieren sagen, sind dann also in Ihrem Wochenendhaus, führen diese ganze Anmeldeprozedur durch und hier oben haben Sie dann, so sehen ja, ich habe hier 3 kleine Häuser mal benannt, haben Sie dann, wenn Sie in Ihrem Wochenendhaus sind, können Sie oben umschalten und mit der gleichen App, mit dem gleichen Konto steuern. 7. Tipps und Tricks. Wie gesagt, wir sausen da mal durch, dass Sie so hören, was möglich ist. Es gibt 4 feste Szenarien und dabei bleibt es auch. Wir sind im Massenmarkt, im Smart Home Markt. Hier gibt es nicht so viele Bedürfnisse wie in der Gebäudeautomation, nenne ich mal. Und da soll es auch ganz einfach sein. Es gibt diese 4:10: Aufwachen, Schlafen, gute Nacht und guten Morgen oder nach Hause kommen und gehen. Und ich kann meine 10 hier verwalten unter Hauptmenü 10 verwalten. Da stehen diese 10, die tippe ich an. Und dort kann der Kunde jetzt, der Bewohner, für sich entscheiden, welches Licht oder welche Rollade soll überhaupt in der 10 sein und mit welcher Funktion. Relativ einfach gehalten. Ja? Zu Beginn der Szenarien, wenn Sie die Anlage in Betrieb nehmen, gibt es eine sogenannte Werkseinstellung. Alarmmeldungen, es gibt 4 Stück. Einmal die Akkulebensdauer, einmal Gatedose, Steckdose nicht nicht zu erreichen oder das Produkt ist nicht erreichbar. Und es gibt auch eine individuelle Warnung, das machen Sie hier im Hauptmenü. Da sagen Sie einfach, wenn in diesem Haus mehr als 6 Stunden Licht brennt, möchte ich diese Alarmmeldung bekommen. Und hier sind so ein paar Beispiele. Deckenlampe, Wohnzimmer ist an seit, dann kommen diese Meldungen reingeflogen oder hier eine andere Meldung, Ihr Gateway ist nicht erreichbar. Und so haben Sie eine kleine Kontrolle, was bei Ihnen so im Haus losgeht. So, Produktparameter einstellen, Punkt 9. Wie mache ich das? Sie gehen übers Menü, Haussteuern wählen, zum Beispiel ins Esszimmer, aufs Licht,
Schalter. Und da gibt es hier jetzt ein langes Menü. Da gibt es einmal die Dimm-Option, die Sie einstellen können. Sie können hier die sogenannte Kontrollfunktion einstellen, also Schalter im Dunkeln finden. Und Sie können einschalten beleuchtete Funktionen, also einmal das Kontroll und einmal beleuchtet. Das ist hier möglich. Das eine oder andere schließt sich aus, so wie Sie es von herkömmlichen Schaltern auch kennen. Und wenn Sie weiterblättern, finden Sie unten nochmal Leistung des Leuchtmittels, was Sie ungefähr angeben, damit Sie, wenn die Energie dieser Leuchte berechnet wird, also ungefähr einen Durchschnittswert bekommen. Denn man weiß ja nie, also das sollte man im Vorfeld hier sofort einstellen. So, ganz wichtiger Punkt ist das Thema Steckdosensperren. Schauen Sie mal her, hier gibt es eine Steckdose Gateway, da also wo der Router vielleicht drin steckt, die ist hier schaltbar, ist nicht günstig. Schauen Sie mal, was wir jetzt tun. Ich gehe über das Hauptmenü, ins Haus steuern, auf Steckdose Gateway, lasse die jetzt kurz nochmal wieder blinken und weiß, ah, das ist sie ja, und die steht im Moment auf Steckdosenauslass. Es gibt aber noch den Typ Kühlschrank, den Typ Lichtauslass und den Typ Router. Und wenn ich jetzt sage, dort in dieser Steckdose steckt der Router oder ein Kühlschrank, dann passiert Folgendes. Dann sehen Sie, dass sich jetzt hier ein kleines Vorhängeschloss gebildet hat. Und das bedeutet, weder Sender, weder App, noch Sprache können diese Router-Steckdose ausschalten. Also, Praxistipp. Es gibt vier Typen. Steckdosenauslass, wie eine Steckdose behandelt, Lichtauslass, wie ein Licht, also im Zentralaus, 10 Haus verlassen, würde diese Steckdose mit ausgeschaltet werden, Router und Kühlschrank sind gesperrt. Hier nochmal, wo kann ich denn Batterieladezustände prüfen oder auch Sender identifizieren? Aber gehen Sie bitte wieder hier aufs Menü, wieder in Haus steuern, auf Funkschalter, hier unten gibt es Funkschalter, auf Funkschalter hier, den wir hier jetzt anwählen. Und da gibt es halt diese MAC-Adresse, jetzt komme ich gerade nicht drauf, ist mir gerade entfallen, die Adresse, die er im Zigbee-Netzwerk hat und diese sogenannte Firmware-Version. Ich komme gleich drauf. Seriennummer sagen wir auch, ja. Aber im Grunde genommen ist es eine MAC-Adresse. Genau, habe ich doch richtig gesagt. MAC-Adresse im Zigbee-Netzwerk. So. WLAN konfigurieren, Sie kriegen einen neuen Router, Sie wollen das Gateway woanders einbauen, das ist eigentlich auch ganz einfach, wieder über Haus steuern, hier unten auf Auslass Gateway, WLAN neu konfigurieren und dann wie eingangs schon gemacht den Anweisungen folgen. Jo. Was neu ist für die Wiederholer, vielleicht haben wir den ein oder anderen Wiederholer jetzt auch drin, seit ein paar Tagen gibt es Zeitpläne und das hat Thomas und mich sehr, sehr gefreut. Wir können jetzt hier direkt Zeitpläne konfigurieren, das heißt Lichter oder Rollladen nach einer bestimmten Zeit ein- oder ausschalten. Und schauen Sie mal hier ins rechte Bild, wir haben auch jetzt die Sonnenuntergang und Sonnenaufgang integriert. Sie erstellen Zeitpläne für montags, für dienstags bis sonntags. Ja, hier in dem Beispiel, was wir gemacht haben, ist es eine Rolllade, die jetzt quasi montags mit Sonnenuntergang runterfahren soll. Schauen Sie hier Montag, Sonnenuntergang. Oh, jetzt bin ich ein bisschen schnell gewesen. Jetzt gehen wir hier auf die Rolllade, sagen runterfahren, sagen bestätigen. Und wir haben an dem Montag jetzt einen sogenannten Zeitplan erstellt. Sie können, hier oben gibt es ein kleines Untermenü, mehrere Zeitpläne erstellen, ganze viele Zeitpläne für die eine Rolllade, für den Garten und diese Zeitpläne natürlich auch deaktivieren. Alles, was nach Zeit läuft, soll vielleicht auch nicht immer laufen und Sie haben hier oben unter Zeitpläne und in diesem kleinen 3-Punkte-Menü die Möglichkeit, diese Zeitpläne zu löschen, umzubenennen und was die wichtigste Funktion ist, auch mal zu deaktivieren. So, Phase 2 haben wir geschafft. Wir fassen das nochmal zusammen. Sie haben die App auf Ihr Smartphone geladen, Sie haben sich in der Elliott Cloud registriert und Sie haben das Gateway und die App eingerichtet. Phase 3, so das Einrichten der Sprachassistenten, das machen wir am 14.11. Da lade ich Sie dann gleich nochmal zu ein am Ende des Webinars. So, Phase 1 fertig, Phase 2, Phase 3 machen wir im Aufbauwebinar. Kommen wir jetzt nochmal ganz schnell, das ist ein wichtiger Punkt, zur Abgrenzung der nicht-smarten Produkte. Wenn Sie aufmerksam unsere Broschüren lesen, werden Sie sehen, es gibt einmal die Produkte, die wir jetzt gerade besprochen haben. Das ist das vernetzte Zuhause und es gibt nicht vernetzte und vorkonfigurierte Produkte. Zu unterscheiden, jetzt für den Großhandel auch mal ganz wichtig oder der Anlagen jetzt anbietet, im Karton, in der Farbe des Kartons.
Es gibt vier konfigurierte Sets. Schauen Sie mal, die sind einfach da. Das soll also räumlich begrenzt und eigentlich schnell fertig sein. Der Kunde sagt, ich will einfach eine Steckdose mit dem Sender jetzt schalten. Mein Sofa steht weit weg von der Wand. Ich habe da so einen Zwischenstecker. Dann kaufen Sie sich dieses Set, schaltbare Funksteckdose. Das sind eingelernt. Alte Steckdose raus, neue rein. Wandsender an die Wand geklebt mit den vier Gummistreifen, die wir dabei liegen haben. Und schon haben Sie eine geschaltete Steckdose. Achtung! Diese Sets können nicht erweitert werden und dürfen nicht mit der vernetzten Welt vermischt sein. Kommen wir mit dem letzten Kapitel zum Schluss. Verkaufen leicht gemacht. Ich habe hier mal ein paar Beratungsargumente oder Argumente, die Sie selbst überzeugen können, niedergeschrieben. Da ist einmal jetzt was für den Großhandel, mal so drei Sachen. Vielleicht haben Sie gemerkt, dass Sie, ja, Sie als Großhändler mit diesem Valena Live Allure Wisnet Atmo, ja, direkt jetzt im Smart Home Markt mitmachen können, was uns anschließend vielleicht über Online-Verkäufe verloren geht. Es ist keine große Sache, kein Spezialwissen notwendig. Sie haben mit My Home App bei der Gebäudeautomation die Lösung und beide Systeme integrieren nach und nach jetzt die Sprachsteuerungen. Bei My Home geht das jetzt auch schon los. Ja. Mit Bettichino-Sprechanlagen und den Netatmo Heizungsthermostaten und den anderen durchdachten Schaltersortimenten sind wir ein Komplettanbieter für ein einfach zu installierendes und kostengünstiges Smart Home Haus. Ja, für den Elektriker ganz einfach Standard installieren, im Angebot einfach sagen, ich kann dir da noch ein paar smarte Geräte besorgen, das habe ich noch gar nicht so gesagt, das Starter-Kit kostet um die, Thomas, sind das 120 Euro plus Mehrwertsteuer ungefähr, ne? Das ist wirklich so ein Rolleranschalter kostet 56 Euro brutto und Dimmer kostet 42 Euro brutto. Das sind also alles Materialpreise, wo ich ganz einfach sage, sehr, sehr attraktiv gegenüber den Standard-Dimmern schon. Das ist unglaublich. App-Steuerung, lieber Elektriker, Netzwerk oder Fernzugriff, das war immer schwierig mit VPN und überhaupt. Das ist, übernimmt der Kunde heute, das ist alles automatisiert. Da braucht man einfach keine Sorge mehr haben. Ihr Angebot, das kennen Sie, da gibt es keine Überraschungen. Sie brauchen nur Materialpreise ändern. So, für den Endkunden hier nochmal, lieber Elektriker, für dich als, ja, als Beratungshilfe. Du kannst schalten, wischen, sprechen. Es gibt das günstige Einsteigerpaket, was du auf Wunsch nach und nach erweitern kannst. Das ist das Tolle. Wir nennen das so Replace. Ne? Mach das Alte raus und jetzt das Smarte rein. Sie haben die Anwesenheitssimulation, die Sie fahren können. Eine komfortable Bedienung, ein Austausch ohne Schmutz und Dreck und wartungsfreundlich, lieber Endkunde. Du brauchst mich eigentlich später gar nicht mehr. Das kriegst du irgendwie alles alleine hin. Es bleibt kein Wunsch unerfüllt. Kommen wir zum Schluss. Hier nochmal unsere klassische Seite, die alle kennen. Mit einem QR-Code, wo Sie auf die Landingpage kommen. Zwei interessante Links, wenn Sie noch bei mir sind, ist einmal die Seite Hilfe. Das ist manchmal auch ein bisschen schwierig in so einem kleinen Smartphone zu lesen. Aber was noch interessanter ist, ein Link, um Ihre Anlage, Ihre Valena Live-Anlage mit Ihrem PC zu steuern und auch vielleicht den Energieverbrauch zu erkennen. Probieren Sie es mal aus, ist toll. Hier unsere Telefonnummern und E-Mail-Adressen, die Sie brauchen. Und zum Schluss die Einladung. Sie einzuladen zu unserem Aufbauwebinar am 14. November in gewohnter Weise hier aus Soest. Dazu nochmal die Schulungsbroschüre. Und ich würde jetzt ganz gern dem Thomas das Wort geben, der Sie auch nochmal an, wenn wir das Seminar oder Webinar geschlossen haben, an Ihr Feedback erinnert. Da kommt gleich nochmal so eine automatisierte E-Mail, die Sie auffordert, doch da nochmal zu sagen, wie Ihnen das Ganze gefallen hat. Machen Sie es gut, bleiben wie Sie sind, ihr Detlef Luike, und ich freue mich auf nächstes Mal, Thomas, jetzt bist du wieder dran, denn ich habe jetzt auch genug gesprochen, glaube ich, ne?